Heute haben wir einen besonderen Gast im Podcast. Er ist nicht nur Second Line Pre-Sales Manager bei SAP, sondern hat eine beeindruckende Karriere hinter sich. Als ehemaliger Account Executive und Vertriebsleiter hat Christian vor 3 Jahren den Sprung vom Sales in den Pre-Sales gewagt. In unserem Gespräch tauchen wir tief in die spannende Welt der Zusammenarbeit zwischen Sales und Pre-Sales ein, beleuchten die Herausforderungen und Unterschiede der beiden Rollen und erfahren, welche wertvollen Erkenntnisse Christian aus seiner Vertriebszeit mitbringt, die er heute in seiner Führung von Pre-Sales-Teams umsetzt. Was ich an Christian besonders geschätzt habe, ist, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt. Er spricht ehrlich über seine Erfolge, aber auch über seine Fehler und wie diese ihn in seiner heutigen Position gestärkt haben. Lasst euch also das inspirierende Gespräch nicht entgehen. Taucht mit uns ein in die Welt von SAPs Pre-Sales VP für Mittel- und Osteuropa. Christian Blattgerste. Christian, wie geht's dir? Hey, hervorragend. Kann nicht klagen. Es ist zwischen 2 Feiertagen, ne? Also dem Samstag und dem Donnerstag. Also alles gut. Sehr gut. Jetzt haben wir dich ja ganz bewusst mal hier auch mal in den Podcast eingeladen mit deinem besonderen CV. Und dadurch, dass du einerseits als Individual Contributor im Vertrieb warst, dann auch als Führungskraft und jetzt Führungskraft im Pre-Sales bist, hast du natürlich sehr relevante Erfahrung für alle Themen, die wir hier mal im Podcast beugen. Und ich würde ganz gerne mal uns zurückversetzen in die Zeit, als du selber noch im Vertrieb warst, als du Individual Contributor vielleicht warst oder eben auch die Führungskraft im Vertrieb, und würde gerne mal so wissen, was ist eigentlich so die Erwartungshaltung an Pre-Sales, wenn man im Vertrieb arbeitet? Unterscheidet sich durchaus, ne? Ich glaube, man muss dazu erstmal verstehen, glaube ich, dass es auch verschiedene Vertriebstypen gibt, ne? Also ich glaube, das ist so das Erste, was mir da in den Kopf kommt. Also ich habe zwar eine, ich sag mal, Spezialisten-Vertriebsrolle gehabt, aber ich habe auch schon mal eine Key-Account-Management-Vertriebsrolle gehabt, ne? So, und ich glaube, da sind die Erwartungshaltungen durchaus unterschiedlich. Ist so meine Wahrnehmung, ne? Und in den verschiedenen Rollen kann man das definitiv sagen. Also in dem Rahmen des Spezialistenvertriebs, auch vor SAP, muss ich sagen, da waren Pre-Seller ganz anders unterwegs. Ne? Da war ich, habe ich so die Level 1 Dinge selber gemacht, sag ich jetzt mal. Und die Level 2, 3, da sind die Pre-Seller teilweise dann bis in den POC gegangen. Ne? Also da muss man, glaube ich, ein Stück weit auch unterscheiden, in welcher Organisation man ist. Von daher sind die Erwartungshaltung durchaus unterschiedlich, würde ich sagen. Was sie aber alle miteinander teilen, und ich glaube, das ist das, was so mein Fazit daraus ist, ist, dass ich eigentlich erwarte, dass die Leute proaktiv sind, dass die Leute motiviert sind und dass die Leute mit eigenen Ideen auch reinkommen. Ne? Also nicht nur, dass ich die Ideen bringe, sondern dass sie auch selber mit Ideen kommen. Und das über jede Rolle gleich gewesen. Das ist mehr so ein Mindset-Ding. Ne? Das ist so das, was glaube ich, alle treibt. Ne? Nicht der Problemsucher, sondern eher der Lösungsfinder sind. Ne? Das ist so, glaube ich, so würde ich es beschreiben. Also wenn ich dich richtig verstehe, dann suchst du auch vielleicht jemanden auf der SE-Seite, mit dem man sich so ein bisschen reiben kann, wo es vielleicht auch einen anderen Blickwinkel gibt, um dann vielleicht gemeinsam zu einem besseren Ergebnis zu kommen, statt nur derjenige, der einfach deine Wünsche erfüllt. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, versetz dich mal in die Vertriebsrolle rein. Ne? Ich meine, das ist, by the way, ein Learning vom Vertrieb in Pre-Sales. Ne? In Pre-Sales hast du ein Team. Also jetzt mal ganz blöd, die Leute arbeiten zusammen. Wir haben, also zumindest bei SAP, wo es keine individuellen Ziele gibt. Ne? Also wir haben ein Teamziel und die Leute arbeiten zusammen. Sie kümmern sich gemeinsam um einen Pitch. Sie bringen gegenseitig Ideen ein. Im Vertrieb, da ist immer der Einzelkämpfer. Also jetzt mal, das hört sich jetzt blöd an, ne? Aber es ist am Ende, wir reden alle, ja, das Team und großartig. Aber der Vertriebler, der hat keinen Kollegen, der ihm wirklich hilft, weil es ihn eigentlich nicht interessiert, was, ne, und er sich um seine eigene Zielerreichung kümmern muss. Der hat vielleicht seinen Manager, mit dem er als Counterpart arbeitet, und nicht nur vielleicht, hoffentlich, ne, das kommt dann auf die Führungspersönlichkeit an. Und der hat vielleicht, also auch jetzt wieder SAP-Kontext, ne, in anderen, in kleineren Unternehmen hast du das natürlich nicht, hast du so einen Industrie-AE, so einen Key-Account-Manager, mit dem er arbeitet. Aber ansonsten ist er Einzelkämpfer, weil jeder erwartet von ihm, bring Pipeline, close Deals und erfüll deine Ziele. Ne? So ist es einfach. Und die Rolle, die sehr eng mit ihm arbeitet, ist der Pre-Sales. Das ist einfach faktisch so. Das heißt, natürlich brauche ich einen Counterpart, der mich auch in Frage stellt als Vertriebler, ne? Und der eine eigene Meinung einbringt. Ne? Wenn der alles nur tut, was ich sage, dann das hilft mir nicht. Also, ne, wenn ich der Pre-Seller der reine Dienstleister ist sozusagen und ich hingehe, ich brauche jetzt eine Demo, ja, okay, Demo machen. Ne? Das will keiner, ne? Glaube ich. Also, Ich zumindest für meine Person wollte es nicht. Super aufschlussreich. Jetzt hast du gerade, fand ich einen super spannenden Punkt, als eine Begründung angeführt, warum man im Pre-Sales mehr als Team arbeitet im Vergleich zu den Sales-Teams, die Vergütungsart und Weise. Glaubst du, das ist der einzige Grund? Nee, ich glaube, das ist auch grundsätzlich ein Menschentyp-Ding. Also jetzt mal so, ich habe
so ein geflügelten Spruch. Ich selber, auch im Vertrieb, ich habe eigentlich nie gearbeitet, um Geld zu verdienen. Das hört sich blöd an. Also nicht, dass ich quasi reiche Eltern habe und das nicht brauche, aber ich habe immer gesagt, der Erfolg, das Geld, das kommt mit dem Spaß und mit dem, was ich in meiner Rolle mache. Das, so war ich als Vertriebler und vielleicht ist deshalb der Weg für mich auch in den Presets einfacher als für manche Hardcore-Seller, sag ich jetzt mal, die wirklich sehr scheuklappenorientiert, kriege ich dafür Geld, ja, nein, mache ich dafür was, ja, nein, agieren. Ne? Ich habe für mich immer deutlich mehr gemacht, glaube ich, als meine Rolle eigentlich, ich sag mal, die reine Vertriebsrolle beschrieben hätte. Von daher glaube ich, dass es auch ein Menschentyp-Ding ist, aber ich glaube, das hängt auch miteinander zusammen. Also wenn ich meinem Team vorschlagen würde, hey, ihr kriegt jetzt alle individuelle Ziele, würde ich behaupten, würden viele sagen so, nee, will ich nicht. Ne? Mhm. Also wie gesagt, deshalb glaube ich, dass so Rollenprofil, Persönlichkeit und Ziele auch sehr stark zusammenhängen. Gibt's Sinn. Und jetzt hast du ja auf einer übergreifenden Ebene beschrieben, was du gerne von deinen Presales hättest und erwartest vielleicht auch. Vielleicht können wir einmal ganz kurz auch mal taktisch werden. Du gehst jetzt, keine Ahnung, du hast einen großen Kundentermin, du hast gerade deine Rolle im Key Account Management bzw. als Specialized Seller beschrieben. Großer, wichtiger Kunde, könnte substanziell zu deiner Quotenerfüllung beitragen. Was wünschst du dir von den SEs in der Vorbereitung, wenn sie in so ein Vertriebsmeeting konkret reinkommen? Auch da, wie gesagt, ein Stück weit abhängig von der Pre-Sales-Aufgabe und Funktion im Vergleich zum Vertriebler. Ne? Das muss ja immer so miteinander korrelieren. Aber grundsätzlich vorbereitet sein. Also jetzt ganz offen gesagt, wenn ich weiß, um welchen Kunden es geht, dann kann ich auch von einem Pre-Seller erwarten, dass der mal eine Stunde auf die Webseite gegangen ist, sich mit dem Geschäft auseinandergesetzt hat, mit der Industrie auseinandergesetzt hat, was die Dinge sind, die den Kunden treiben, vielleicht mal in einem Geschäftsbericht mal einmal so durchgescrollt hat nach den Keywörtern, die relevant sind, damit ich nicht bei Adam und Eva anfangen muss. Grundsätzlich erwarte ich natürlich, dass er das Produktwissen mitbringt. Ne? Also das alles, ich meine, das ist Grundvoraussetzung. Dann, wie gesagt, dieses Vorbereitetsein und das interessiert Nachfragen. Es ist eine Hohlschuld aus meiner Sicht auch vom Pre-Sales-Mitarbeiter Informationen einzuholen. Und das heißt nicht, dass ich als Pre-Seller von einem Vertriebler erwarten kann, dass er alles weiß, dass er mit jedem Entscheider gesprochen hat, weil wir wissen einfach, dass es auch im Vertrieb manchmal nicht so einfach ist, jeden Entscheider zu erreichen. Aber sich das bewusst zu machen, welchen Zugang man hat, welche Informationen man hat oder vielleicht auch nicht und was man daraus erarbeiten kann, das ist das, was wichtig ist über das Team. Wenn der eine behauptet, ja, er kennt jeden und hat alles und das wirklich nicht hat und dann so halbgare Informationen dabei rauskommen, dann kommt ein schlechter Pitch am Ende dabei raus. Also für mich ist das auch nicht, das ist auch nicht eine Kritik am Vertrieb. Das sehen viele Vertriebler übrigens so. Ne? Wenn die gefragt werden und eine Frage nicht beantworten können, dann, oh Mist, jetzt haben sie mich erwischt, weil ich muss ja alles zu dem Kunden wissen. Ne? Das ist häufig so ein Gefühl. Und ich sehe das nicht so. Ich bin da Realist. Ich glaube auch nicht, dass der Vertriebler zu 100% seine Zahlen beeinflussen kann. Ich glaube, dass da auch viel Glück, was Zeitpunkt, Kundenset und Co. angeht, dazugehört, dass letztendlich die letzten 20% vielleicht können es. Und wenn man mit dieser Einstellung da reingeht, dann weiß man auch, dass man erstmal die 80% erreichen muss und dann auf die 20% können des Vertrieblers hoffen muss, um perfekt positioniert zu sein. Also das heißt, jetzt wieder zurück zur Frage, was erwarte ich? Proaktivität wieder, ne? Dass der vorbereitet ist, dass er weiß, worum es geht und dass er aktiv dabei ist und mich challenged. Also ne, mit mir in die Diskussion geht, ohne mir Vorwürfe zu machen. Weil ich werde ihm auch keine Vorwürfe machen, wenn die Demo mal nicht funktioniert. Ne? Weil wir wissen auch alle, dass es kann auch mal passieren. Ne? Jetzt haben wir natürlich im Vertrieb gibt es so drei große KPIs, würde ich jetzt mal behaupten, die am wichtigsten sind. Ich habe meine Winrate, ich habe die Länge des Vertriebszyklus und ich habe vielleicht auch die Dealgröße. So, das sind so die drei KPIs, drei Messgrößen, die wir versuchen eigentlich ständig zu optimieren. Wie zahlt Presales darauf ein? Oder wie hat Presales für dich darauf eingezahlt bei deinen Deals? Also um einen Schritt zurückzugehen, ne? Wofür, glaube ich, ist Presales in so einem Konstrukt verantwortlich? Ne? Weil das ist, glaube ich, ja eigentlich die Frage, die du stellst. Und tatsächlich, wir haben bei uns, haben wir Umsatzziele. Aber können wir den Umsatz eigentlich komplett beeinflussen? Ja, wir beeinflussen ihn. Aber wenn der Vertriebler es hinterher nicht schafft, das Ding über die Linie zu kriegen, und auch das habe ich schon erlebt, ne? Technical Win und am Ende kriegt es nicht über die Ziellinie, weil er einfach zu viel Geld für einen Deal verlangen will und glaubt da, sich gesund zu stoßen, finde ich schwierig. Aber wir können es nicht 100% beeinflussen. Das heißt, als ich
in meine Presales-Rolle gewechselt bin, habe ich mir eigentlich gewünscht, oder das wünsche ich mir immer noch, das geht halt in einer globalen Organisation wie SAP nicht, dass man ein ordentliches KPI generiert, was die Conversion Rate ist. Also letztendlich, ich habe eine gewisse Pipeline und wie viel von der Pipeline habe ich quasi in einen Technical Win konvertiert? Das wäre eigentlich genau meine Zielgröße, um dann zu sagen, naja, gut, was habe ich denn, wie viel Prozent habe ich denn darüber gebracht? Und das zu messen wäre aus meiner Sicht, das müsste meine Verantwortung im Pre-Sales sein. Da kommen wir zu einem Punkt, es ist schwierig, das zu messen. Das wissen wir alle, gerade in den B2B-Sales. Ja, also wie groß ist die Opportunity? Weil das hat ja, ne, das, wie du selber sagst, wie bildet er die Opportunity ab? Schießen wir auf den ersten Step oder auf den großen Rollout? Ne? Was kommt da hinterher raus? Kommt nur ein Pilot, ein POC, was auch immer? Und das am Anfang festzulegen und hinterher zu sagen, den habe ich geholt, ist halt ganz, ganz schwer. Also gerade diese Conversion Rate Geschichte. Das kann man eigentlich nicht auf Value, sondern nur auf Anzahl Deals quasi aus meiner Sicht reflektieren. So. Also das heißt, das ist wahnsinnig schwer messbar und damit ist es auch schwer in Pre-Sales-Zielen zu verankern. Und das führt dazu, dass wir dann das einfachere KPI verwenden, was dann der Umsatz ist, wo sich keiner so richtig für verantwortlich fühlt, ne? Weil das ist ja am Ende der Seller, der das machen muss. Mhm. Und das führt dazu, dass so ein bisschen... Und das ist auch so meine Kritik häufig an Pre-Sales und an meine eigene Organisation, dass wir nicht das nötige Selbstbewusstsein haben, zu sagen, ich bin für etwas verantwortlich und wir fühlen uns nicht dafür accountable. Und das führt häufig dazu, dass der Vertrieb einfach eine viel stärkere Rolle hat in einem Vertriebszyklus als der Pre-Sales, was ich falsch finde. Weil eigentlich verkaufen tut der Pre-Sales, muss man auf Deutsch so sagen. Ja? Und das ist so ein bisschen, finde ich, so diese Spannung fällt im Pre-Sales, zwischen Pre-Sales und Sales aus meiner Sicht. Wie definierst du den Technical Win? Oh, das ist der nächste, ne? Was ist ein Technical Win, ne? Ich würde sagen, wenn ein Kunde sagt, ich will SAP oder ich will Lösung XY. Ja. Das wäre für mich ein Technical Win. Und wir wissen alle, dann kommt immer noch ein Einkauf und dann gibt es kommerzielle Dinge. Und ich meine, wir laufen ja heute gerade in Deutschland, ne? In anderen europäischen Ländern, gerade so Osteuropa, ist es noch anders, würde ich sagen. Wenig RFPs und strukturierte Einkaufsprozesse, da wird viel auf Vertrauen gekauft. Aber in Deutschland durchlaufen wir ja eigentlich immer irgendwie einen wie auch immer gearteten RFP-Prozess. Und diesem RFP-Prozess, da gibt es ein Ende und da kann man sagen, naja, alle Features erfüllt, alles gezeigt und jetzt ist kommerziell. Ne? Aber das ist dann ja häufig auch eine entsprechende Größe, sag ich jetzt mal. Ne? Aber es ist schwer zu messen, gebe ich dir recht. Ja, genau. Also aus meiner Erfahrung haben wir auch mal, beispielsweise zuletzt bei Miro, haben wir angefangen, mal so Kriterien zu definieren, um beispielsweise auch aus der SE-Perspektive zu sagen, hinsichtlich der Stakeholder, die wir gefunden haben, sind wir schon auf einem healthy Status. Hinsichtlich des Integrations-Setups hat der Kunde auch schon gesagt, dass er zufrieden ist. Aber zum Beispiel haben wir noch nicht geschafft, den Painpoint zu quantifizieren. Und dann hat sich daraus sozusagen ein Gesamtbild entwickelt, wo in den vermeintlichen Technical Win verschiedene Dinge reingeflossen sind, als wenn ich praktisch fast wie so ein Matpick, den ich mir vielleicht aus einer vertrieblichen Perspektive schnappe, um einen Deal zu bewerten, haben wir das aus einer SE-Perspektive mal beleuchtet und haben dann am Ende gesagt, okay, wenn hier die Kriterien erfüllt sind, dann ist es so ein Indiz, dass der Technical Win da ist. Aber ich bin natürlich bei dir. Selbst diese klare Aussage, wie du es gerade formuliert hast, dass der Kunde sagt, ich will auf jeden Fall eure Lösung, das kriegt man vielleicht mal vom Champion, wo du ein gutes Vertrauensverhältnis hast, aber so eine offizielle Aussage kriegt man ja so in der Form auch selten, zumindest meiner Meinung. Ganz ehrlich, ich bin fest davon überzeugt, dass wenn man sich darüber mal Gedanken macht, dass man da irgendwelche Kriterien findet, wo man gemeinsam, das muss man letztendlich gemeinsam mit dem Vertrieb auch analysieren, wann ist quasi der Technical Win da. Ich glaube, ich finde das geil mit den Ansprechpartner healthy, hey, da wissen wir, ne? Wir haben natürlich auch Kriterien bei uns hinterlegt. Das Thema bei, da ist wieder der Unterschied zwischen Miro und SAP, ne? Also jetzt mal Miro sehr spezialisiert, sehr klar und da weiß man, über welche Lösung man spricht. Man weiß auch, welchen Ansprechpartner man braucht konkret, ne? Bei mir ist manchmal gar nicht klar, wer ist denn eigentlich das Buying Center. Manchmal haben wir den Einkäufer, der sagt, ich will einen strategischen Partner und das ist für mich entweder, sei es mal SAP oder Microsoft oder Salesforce, ne? So, und mit dem mache ich jetzt alles. Manchmal haben wir den, ich sag mal, Vertriebsleiter, der sagt, hey, ich will hier eine CRM-Software auswählen. Und manchmal haben wir aber auch den CIO, der sagt, nee, ich bin hier für die Integration verantwortlich. Also das, ich mach's jetzt einfach mal, versuch's mal in den drei Rollen zu machen. Ne? Also das heißt, allein da kommt es auf ganz andere Kriterien an, wann ich den vielleicht auch Technical Win habe. Der Einkäufer, der sagt, ich will eine strategische Partnerschaft, der glaubt uns das auf Folienebene. Ne?
der Vertriebsleiter, der sagt, ich will das beste Tool, ne? Der will seine Funktionen alle abgebildet haben. Der CIO, der sagt, naja, ich baue den Prozess irgendwie über SAP-Produkte, ich will nur sehen, dass die Integration da ist. Und da sind, ne, beim CIO ist der Technical Win ein anderer als beim Sales Manager, als beim Einkäufer. Deshalb meine ich, so ein Stück weit, glaube ich, ist das schwierig, in SAP-Prozessen abzubilden, aber pro Lösung, ich glaube, pro könnte man das gut abbilden. Glaube, bin ich fest von überzeugt. Und ich meine, du sprichst jetzt einen essentiellen Punkt an, der zumindest aus meiner Erfahrung gerade im komplexen Enterprise-B2B-Vertrieb eigentlich der Knackpunkt ist. Und das ist diese interne Konsensbildung auch beim Kunden. Du hast diese breiten Stakeholder gerade angeführt. Jeder steht da irgendwo anders. Jeder hat auch andere Anforderungen, um zu sagen, ja, ihr seid der Anbieter der Wahl. Welchen Beitrag können denn Presales da leisten, um diese Konsensbildung auch mit voranzutreiben? Für uns, und das ist, ja, das muss man leider häufig sagen, wir haben einfach so eine breite Ansprechpartnerlandschaft, also jetzt über alle hinweg, und wir haben eigentlich für jeden Ansprechpartner haben wir einen Counterpart, sag ich jetzt mal, ne? So, das ist der Industrie-AE, der mit dem CIO häufig spricht, ne, und vielleicht mit den Ebenen da drüber, CFO und manchmal auch CEO, ne, kommt immer so ein bisschen auf den Kunden an. Dann haben wir so einen Specialized-Vertrieb, ne, der spricht dann irgendwie mit dem Chief, also hoffentlich mit dem Applikationsverantwortlichen häufig aus der IT und auf der anderen Seite mit den Fachbereichsmenschen. Ja. Und tatsächlich ist der Presales, also jetzt gerade meine CX-Presales-Leute, wir haben ja auch im Presales-Bereich diese ganzen Ebenen eigentlich abgebildet, die ich jetzt, also letztendlich hat jeder Vertriebler irgendwie so einen Counterpart, den er mit reinziehen kann, wenn er möchte, ne? Von daher schwierig zu definieren, wie da der Presales quasi einen Unterschied machen kann. Für mich, ich habe es eben schon gesagt, wir sind eigentlich die Verkäufer. Wir sind die Argumentation finden für den Kunden, warum das Produkt für ihn passt. Und wir sind die Trusted Advisor. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, der Vertrieb nutzt das viel zu wenig. Versucht da selber, also jetzt mal, wenn ich einen Vertriebsleiter da sitzen habe, dann glaubt der manchmal meinem Preseller deutlich mehr als dem Vertriebler. Weil der kennt ja seine eigene, also ich meine, der ist ja selber Vertriebsleiter und der weiß, der will verkaufen. Das ist seine Aufgabe. Und glaube ich dem Verkäufer mehr als dem, der mir das Produkt erklärt und kennt? Nein, natürlich nicht, ne? Und das weißt du selber. Von daher, ich glaube, wir können wirklich Trust bilden in der ganzen Nummer. Und das wird manchmal noch viel zu wenig genutzt, weil die Leute halt selber den Draht suchen wollen. Was ich auch verstehen kann, weil letztendlich ist es ja auch eine Relationship und das ist deren Aufgabe und so. Aber manchmal würde ich mir wünschen, dass man da tatsächlich den Presales einfach nochmal mehr ins Rennen schickt. Also eine Frage der Ratios, ne? Wenn du jetzt ein Ratio hast, 1:4, 1:5, 1:6 und jetzt, also mir geht es total ins Ohr. Ich glaube, dass da sehr viel Wahres dran ist, auch aus meiner Erfahrung, dass dem Solution Engineer, dem Sales Engineer mehr Vertrauen geschenkt wird von Kundenseite. Ich meine, hängt natürlich auch mit den Incentives zusammen. Du hast vorhin schon darauf angespielt, was die Menschen eigentlich motiviert. Und meine Erfahrung ist auch, dass man im Solution Engineering, im Sales Engineering, legt man noch mehr Wert darauf, nicht die Wahrheit zu verschleiern, sondern meistens spricht man dort ziemlich in Klartext. So, und das weiß der Kunde zu schätzen, fair enough. Auf der anderen Seite sehe ich die Herausforderung, wenn wir Ratios 1:4, 1:5 haben und ich will jetzt das auch noch tun, dann gibt es natürlich auch einen zeitlichen Konflikt, dann gibt es einen Ressourcenkonflikt und also du in deiner Führungsrolle wirst wahrscheinlich auch ein Lied davon singen können, dass dein Team ja auch in jede Richtung gezogen wird. Ne, 100%. Und ich meine, das ist die Challenge, ne? Wie viel Arbeit kann der Preseller übernehmen, kann der jetzt auch noch aktiv in Kunden, also quasi aktiv Richtung Kunde kommunizieren und quasi da dem Sales noch was wegnehmen? Ganz schwierig. Und es ist ja auch häufig so, dass du Leute mit richtig Ahnung, Klammer auf, Presales, Klammer zu, also ne, das hört sich jetzt böse an, aber es ist ja einfach so, dass der Presales in der Regel mehr Ahnung über das Produkt hat als der Sales. Das heißt, je tiefer das Knowledge, desto weniger die Leute. Und das ist faktisch immer so. In jedem Unternehmen, wenn du den super, 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 duper Spezialisten hast du den nicht 200.000 Mal, dann wäre er nicht der Spezialist, ne? Und so ist es halt, ne? Du hast halt, je tiefer das Knowledge geht, desto weniger Leute hast du und deshalb musst du dann halt auch skalieren, ne? Irgendwie, und ich verstehe das auch. Für mich kommt noch eins, woher kommt der Trust, ne? Weil wir das Gespräch gerade hatten, finde ich ganz spannend. Ich weiß nicht, ob du diese Farbenlehre kennst, da gibt es so verschiedene, ich sag mal, wenn man so Menschentypen in der Psychologie einordnet, ne, ja, da gibt es verschiedene Farbenlehren, ne? Der eine arbeitet mit 4 Farben, der andere mit 3 Farben. Ich habe jetzt dieses 3-Farben-Modell vor Augen, wo es ja darum geht, hey, rot, ne, rot ist der immer nach vorne, der Wettbewerbsmensch, ne? Der Macher wird er da genannt. Dann gibt es den gelben, das ist der Konsensorientierte, ne? Das ist der
mit Menschen, der in einem Team arbeiten will und die Menschen zufrieden waren. Und dann gibt es den blauen, das ist der Analytiker, ne? Der Datenbasierte, ne? Und der Pre-Sales ist häufig in der gelben Richtung, ne? Da wird da, also das ist gelb-blau oder gelb-rot, ne? So in dem Bereich, während der Seller eher knallrot ist, ne? Dann knallrot-gelb oder knallrot-blau vielleicht noch, ne? Aber und ich glaube, dass das auch einen Unterschied macht, ne? Dass Leute den Pre-Sellern vertrauen. Also auch da das Menschenbild, was wir ganz am Anfang hatten, ne? Was mit den Zielen zusammenhängt, was aber auch dazu führt, dass wir mehr Trust haben. Ja, 100%. Und jetzt, ich meine, jetzt bist du in einer sehr einzigartigen Position, weil du selber viele Jahre Individual Contributor Vertrieb warst und jetzt gleichzeitig ein Pre-Sales-Team führen darfst. Was sind denn so die Dinge, wo du an deinem ersten Tag als Pre-Sales-Manager gesagt hast, so ab jetzt muss ich diese eine Sache ändern, weil das hat immer nicht so gut funktioniert, als ich selber noch IC im Vertrieb war? Ja, ich könnte jetzt meinen Pitch schicken, als ich mich auf die Rolle beworben habe, weil das war letztendlich genau das, wo ich drüber gesprochen habe. Ich habe gesagt, ich weiß, was wir verändern müssen, um besser zu werden. Ne? Für mich drei Dinge. Das eine habe ich eben schon gesagt, Accountability. Ich will, dass die Leute sich accountable für eine Opportunity finden und dass sie dann auch proaktiv agieren, weil sie können sich mal, und das erwarte ich auch, dass, hey, wir bereiten einen Pitch vor, man geht mal in sich, man denkt mal eine Stunde drüber nach, was könnten wir eigentlich noch machen, was könnten wir anders machen, was könnten wir, ne, solche Dinge. Ich fühle mich accountable und mache die Vorschläge dem AE aktiv. Das ist was ich unbedingt erreichen will in meiner Organisation. Das zweite, Value Selling. Ich meine, ich habe so viele Menschen, Pre-Seller gesehen in meinem Leben, in verschiedenen Bereichen und in der Technologie, ne, also jetzt wie gesagt bei SAP als Key Account Manager siehst du dann ja alle Produktbereiche auch, ne? Also ich habe Pre-Seller gesehen, die Technologie verkauft haben, wie Datenbanken oder Integrationsplattformen oder was auch immer. Ich habe Applikations-Pre-Seller gesehen, die ihre Lösungen verkauft haben. Ich habe ERP-Pre-Seller gesehen, die in einem sehr maturen Markt quasi die nächste Stufe des ERPs verkaufen müssen, ne? Und das, was die Leute fast alle nicht hingekriegt haben, ist, warum sollte der Kunde da rein investieren? Bei SAP ganz häufig, ja, Integration. Nee, Integration ist nicht der Value. Das ist ein Feature. Der Value ist schnellerer Go-to-Market, weniger Implementierungs- und Betriebskosten. Und das Ganze, also ein Feature auf eine kaufmännische Ebene zu bringen, das ist das, was einfach wahnsinnig fehlt in vielen Fällen. Ich würde sagen, in der Applikation, im Applikationsbereich, in dem ich ja jetzt bin, ne, also so CRM und E-Commerce und Co., ist es einfacher. Da kriegen die Leute das einfacher übersetzt. Und deshalb sind wir, glaube ich, auch einen Schritt weiter als viele meiner Kollegen. Aber überall hinweg, würde ich sagen, fehlt es wahnsinnig. Also wie gesagt, Accountability. Verantwortung, Value Selling, du hattest noch ein drittes. Genau, das dritte ist für mich wirklich Kreativität. Ich hab gerade eben einen Call gehabt mit einem Kollegen, der mir gesagt hat, dass er nur irgendwie in der Präsentation nur ein paar Kundenlogos mit reingebracht hat und die Kunden schon so begeistert waren, dass das ja alles so individuell auf sie gestaltet ist. Und da habe ich gedacht so, oh meine Güte, für mich, ich meine, wir reden über Personalisierung. Der Kunde hat ein Problem. Das Problem ist individuell. Das kann ich nicht mit einer Standardpräsentation erschlagen. Das ist meine Meinung. Das heißt, ich muss mich auf das Problem des Kunden einlassen, die Discovery machen und dann kreativ werden in dem, wie zeige ich ihm, dass ich mit meiner Software sein Problem löse. Und das ist so eine Kombination, wie gesagt, aus Discovery, Kunden kennenlernen. Also ich kann dir sagen, bei einem meiner Kunden, als ich noch selber im Vertrieb war, da haben wir mal gepitcht und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe eine Zeichnung gemacht damals so für den Kunden. Und die hing vorne ausgedruckt, also ich habe sie auf dem iPad gezeichnet, weil ich selber zeichnen, geht in die Hose, auf dem iPad ging das. Und das haben wir dann ausgedruckt und in DIN A, weiß ich nicht, 1-0 vorne hingehängt. Und das war ein Top-Level-Termin, also mit dem CEO des Kunden. Und der kam bei uns nach Walldorf, kam rein, ich weiß noch, 1. April war das, ist kein April-Scherz. Und der ging, das Erste, was der machte, der ging hin und fotografierte dieses Foto, weil er merkte, das ist individuell für ihn gemacht. Also er macht ein Foto mit seinem Handy von diesem Ding. Und dann haben wir präsentiert und es war ein ganzer Tag und wir sind abends mit dem Essen gegangen. Und ich habe neben ihm gesessen, neben dem CEO und wir haben gequatscht, war ein wirklich netter Kerl, also auch gut mit ihm verstanden und er mochte mich, glaube ich, auch ganz gerne. Und irgendwann hat er mich gefragt, Herr Blattgerste, woher wissen Sie eigentlich verdammt nochmal so viel über uns?
Sie wissen mehr als alle meine Manager, die hier mit Ihnen am Tisch sitzen. Mhm. Und das ist für mich, das war für mich das größte Lob, weil ich Discovery gemacht habe, weil ich wusste, wie der Kunde tickt. Ich war ein Teil des Kunden. Das wird mir am Ende dann irgendwann beim Vertragsabschluss tatsächlich auf unserer Seite ein Stück weit vorgeworfen, dass ich das falsche Trikot anhabe. Aber das war der Grund, warum ich dahin überhaupt gekommen bin. Also man hat quasi gesagt, du verhandelst für den Kunden. Ne? Also ich habe mich so auf Kundenseite. Aber das ist für mich eins der Kernerfolgskriterien. Wenn ich weiß, was die Probleme des Kunden sind, dann kann ich ihm die richtige Software anbieten, die richtige Lösung anbieten. Ich kann ihm erklären, warum diese Lösung 100% auf seine Probleme passt und wie er seine Probleme löst. Und das auch noch authentisch und glaubwürdig, weil ich es einfach, weil ich die Software kenne, weil ich die Probleme kenne. Und das sind für mich die Dinge, wenn ich das auch noch hinbekomme, in einem Engaging-Format zu präsentieren, sodass der Kunde auch folgen kann und nicht so nach der ersten PowerPoint-Slide mit 400 Wörtern drauf. Oh, guck mal, ein Flugzeug. Ja, weil er einfach nicht mehr, ne, nicht mehr in der Lage ist, dem zu folgen. Dann habe ich es, glaube ich, geschafft. Und genau das verstehen wenige Preseller. Also, nee, das stimmt nicht, nicht wenige. Aber das fehlt manchmal. Ne? Also eine dieser Komponenten, habe ich mich wirklich tief mit dem Kunden beschäftigt, habe ich das personalisiert übertragen und letztendlich auch noch engaging präsentiert. So das, also dieses, das meine ich halt mit Kreativität, wobei es ein bisschen darüber hinausgeht, über Kreativität. Genau, du hattest ja gerade auch wieder solche Sachen gesagt, wie warum kauft eigentlich der Kunde, bin ich in der Lage, das wirklich zu artikulieren, warum er jetzt bei uns da die 52.000 Euro ausgibt oder was. Du hattest das ja anmoderiert auch mit diesem Schlagwort Value Selling. Wie befähigst du denn heute dein Team, sich mehr in diese Richtung zu entwickeln? Wohlwissend, dass wahrscheinlich, ich, also Unterstellung, aber auch bei euch wird es so ähnlich sein, man wird immer extrem gut im Produkt ausgebildet, wir sind die Produktexperten. Gleichzeitig braucht es aber diese betriebswirtschaftliche Komponente und vielleicht auch mal die Quantifizierung. Ja, ich kann sagen, okay, euer Go-to-Market wird danach besser, aber was heißt das eigentlich? Also wirklich mal so auf Entscheiderebene in Prozent, in Umsatz oder was auch immer dann der KPI ist, der vielleicht entscheidungsrelevant ist. Wie entwickelst du dein Team dahin? Ich kann dir eins sagen, dass ja nicht nur in meinem Team den Leuten das schwerfällt, das zu artikulieren, sondern tatsächlich auch in denen, die quasi die Materialien erstellen. Ne? Also das ist ja, und da fängt es ja quasi an. Und eigentlich musst du ja da anfangen. Ne? Wenn ich quasi schon ein Produkttraining mache, dann muss ich das ja schon mit den Werten tun eigentlich. Sonst kriege ich es ja nicht rein. Das ist eine challenging Aufgabe. Was wir gemacht haben, ist tatsächlich, und der Jan war da ja noch ein Teil davon am Anfang, dass wir so ein Value-Programm aufgesetzt haben. Ne? Wir nennen das The Value Club, ne? Wo wir ganz viele Dinge getan haben. Also angefangen mit, hey, wie qualifiziere ich denn eine Opportunity, beziehungsweise wie mache ich eine Discovery, welche Fragen kann ich stellen? Da haben wir so ein Sheet erstellt. Dann haben wir angefangen, letztendlich über Value ganz viel zu reden. Also was bedeutet Value denn überhaupt? Ja, genau. Erstmal so, was ist Unternehmenswert? Also so ein bisschen Betriebswirtschaft light, ne? Weil das ist dann 100%. Ja auch das Nächste. Wenn ich in meiner Organisation gucke, haben nur 5% davon BWL studiert oder eine kaufmännische Ausbildung gemacht oder was auch immer, um das überhaupt zu übersetzen. Das heißt, wir haben dann mal erklärt, was ist denn, wem gehört denn eigentlich ein Unternehmen? Ne? Damit mal angefangen, ja, wem gehört SAP eigentlich? Ne? Wir wissen, Hasso Plattner ist da, aber der hat irgendwie nur 5% der Aktien. Wem gehören denn die 95 anderen Prozent? Ne? So, und dann ja, irgendwelchen Banken, ne? Rentenversicherungen, Fonds und so, ne? So, wo man dann sagt, ah, okay, und was wollen die? Ja, klar, die wollen Rendite, nichts anderes, ne? Return on Investment, das ist das, worum es geht. Ja, wie rechnet man den? Ja, einfach Umsatz minus Kosten, ne? Und dann mal, und wie beeinflusse ich Umsatz oder Kosten? Weil nichts anderes interessiert am Ende, ne? Und dann, ja, aber was ist denn jetzt hier mit Analytics? Wie verkaufst du das? Das ist doch Transparenz. Ja, Transparenz ist am Ende die Vorbereitung auf mehr Umsatz oder weniger Kosten, weil ich einfach schneller und bessere Entscheidungen treffen kann. Informierte Entscheidungen treffen kann. Ah, und so kommt man dann so ein Stück weit, ne, dahin, dass man so ein Zielbild definiert. Es gibt da, wo ich ein großer Fan von bin, ist die Deloitte Value Map. Ich weiß nicht, ob das was sagt. Das macht das auf so einer Tapete, bricht das so runter, die Values quasi von Umsatz, da gibt es dann noch ein bisschen mehr, ne? Also Umsatzkosten, wie kann ich Umsatz steigern, durch welche Maßnahmen und so, ne? Das ist da so ein Stück weit abgebildet. Ich bin ein großer Fan von, das habe ich den Leuten dann auch nochmal gezeigt, hey, guck mal, so sieht das aus, wenn du da mehr ins Detail gehst. Und was wir halt auch haben, wir haben ja viele Truppen. Wir haben so einen Value Lifecycle Manager zum Beispiel, ne? Das ist ein Tool bei uns, was genau all unsere Produkte darstellt, bis aufs Feature runter, welchen Value die bringen. Geil. Es ist manchmal sehr unübersichtlich und dann doch sehr generisch, ne? Aber das sind auch Dinge, die ich immer anrege, weil es einfach ist, dann sich auch nochmal die Gedanken zu machen. Da muss man diese Values aber immer noch übersetzen in die Kundensprache, ne? Also
Wenn ich über Anzahl Aufträge steigern im Retail spreche, ne, dann habe ich was falsch gemacht. Ne? Aber so könnte es in unserem Value Lifecycle Manager drinstehen, weil es da ja schon ein Stück weit generischer ist, sag ich jetzt mal. Ne? Ja. So, und also das sind so die Tools, also letztendlich den Leuten die Tools bekannt machen, weil manchmal bei der Vielzahl an Tools, die wir haben, kennen sie es gar nicht. Darüber reden immer mehr und dann auch so in diesem Programm Leute, die das schon verinnerlicht haben, dann auch auf die Bühne stellen und darüber reden zu lassen. Ne? Das haben wir dann auch gemacht. Das war CX Factors, hat sich das Ganze genannt, wo wir regelmäßig quasi über Kunden intern sprechen. Also was haben die Kunden denn mit unserer Software erreicht, um den Leuten auch einfach bewusst zu machen, ah, okay, wir nutzen unseren E-Commerce, um mehr Umsatz und Cost per Order runterzubringen, ne? Die Effizienz zu steigern. Das sind genau die Dinge. Ja? Also warum man E-Commerce hat, weiß ja jeder, aber Cost per Order ist dann halt schon relevant. Ne? Also das am Ende kommt es dann darauf, die Effizienz des E-Commerce zu steigern. Also wenn ich vielleicht autobiografisch das ergänzen darf, was du gerade gesagt hast, bei mir war es tatsächlich auch so, dass als ich angefangen habe, es war so Anfang 30, habe ich angefangen, mich mal selber mit meinen eigenen Investments irgendwie auseinanderzusetzen. Ich habe mal angefangen, meine erste Aktie zu kaufen. Ich habe mal angefangen, mich irgendwie so ein bisschen in Immobilien reinzulesen. Und in dem Moment, wo du anfängst, über die Dinge tiefer nachzudenken, für dich persönlich als Investmentvehikel, um vielleicht mal irgendwann fürs Alter ein bisschen was zur Seite zu legen oder sowas, damit begann zumindest bei mir auch die Reise des wirtschaftlichen Grundverständnisses. Ich bin Ingenieur eigentlich. So, du hast gerade gesagt, 5% deines Teams hat einen kaufmännischen Hintergrund, das heißt 95% haben das nicht. Auf der anderen Seite ist natürlich die eigene Altersvorsorge beispielsweise eigentlich ein super Weg, wenn man sich aktiv damit auseinanderzusetzen, sich mit wirtschaftlichen Basiszusammenhängen eben genauso auch weiterzubilden. Und da war dann bei mir persönlich diese Transferleistung. Und ich habe dann, als ich bei Miro war, habe ich dann auch mal meinem Team immer so im Einzelgespräch immer gefragt, so hey, wie sieht's aus so? Legst du schon irgendwie dein Geld an? So, hast du mal eine Aktie gekauft? Weil ich einfach fest davon überzeugt bin, dass das ein super Enabler ist, um dann halt tatsächlich auch in der Sales-Engineer-Rolle da ein Gespür für zu bekommen. Ja, tatsächlich, wir in anderen Regionen, jetzt in Deutschland haben wir es noch nicht gemacht, aber in Zentralosteuropa, da haben wir mit dem Team mal versucht, so ein Mini-MBA aufzusetzen. Ne? Das hört sich so ein bisschen blöd an. Also was SAP auch hat, ist so ein Simulationsgame. Ne? Also wo man quasi sagt, okay, was sind denn, also ich habe eine Analyse, ich meine, SAP bietet ja die komplette Steuerungssoftware für ein Unternehmen an. Ne? Wir haben ein Analyse-Tool, um zu gucken, okay, wie entwickelt sich denn der Umsatz, der Markt und Co. Ne? Externe Daten mit internen Daten kombiniert. Wie bewegen wir uns dazu? Daraus Entscheidungen zu treffen und diese Entscheidungen bewirken letztendlich wieder in dieser gesamten Prozesskette etwas im ERP, wo dann letztendlich, klar, wenn ich die Preise erhöhe, dann habe ich weniger Absatz, also Mengenabsatz, aber dadurch einen erhöhten letztendlich Gesamtumsatz vielleicht. Ne? Und genau das muss ich ja korrelieren. Dann gibt es eine Marktwahrnehmung, dann gibt es sowas wie Feedback vom Kunden. Ne? Also und da gibt es schon so Simulationsgames, die sind natürlich, die kannst du natürlich beliebig komplex machen, dann sind sie im Grunde nicht mehr steuerbar. Oder du machst sie zu einfach, dann sind sie zu high level. Deshalb ist das immer so ein bisschen, eigentlich immer in der Kritik, sag ich jetzt mal. Aber das sind gute Dinge, um genau solche Diskussionen mal zu führen. Und ich bin da 100% bei dir. Ich meine, Pre-Sales kommt aus der Technologie, ne? Da ist so der Ursprung und dieses kaufmännische Grundverständnis reinzubringen, ist wahnsinnig wichtig. Und mit dem eigenen Geld haben die meisten Leute ja auch keinen Bock, sich zu beschäftigen. Ne? Ja. Also ne, das ist ja dann so, dann kaufen sie irgendwie ihr Eigentum vielleicht noch, ne? Und wissen, ah, okay, jetzt habe ich mir Geld geliehen, dafür muss ich Zinsen zahlen und das natürlich tilgen, okay, aber dann hört es auch schon auf. Ne? Und das ist ja für viele dann wirklich so über die 25, 30 Jahre das Dingen Immobilie abbezahlen. Ne? Ja, absolut, bin ich bei dir. Und damit ist also fairerweise, ne, also damit ist noch nicht so viel getan, weil wie du gerade gesagt hast, dann setze ich mich einmal kurz mit den Zinsen auseinander und der Abbezahlung. Eine Eigenheimbetrachtung ist auch nochmal eine ganz andere als eine Investmentbetrachtung. Ich kann dir sagen, ich bin aus der Schule rausgekommen, mein Vater ist Lehrer gewesen, ne? Und das Erste, was ich bin, also plötzlich ausgemustert worden, ich habe nicht damit gerechnet, ich habe Oberliga Handball gespielt, habe trotzdem Ausmusterungsbescheid gekriegt, ich war eigentlich voll drauf eingestellt, zum Zivildienst zu gehen damals, hatte auch schon einen Platz. Und dann habe ich das quasi von einem Tag auf den anderen abgesagt und musste mich mit meinem Studium beschäftigen. Und so wie das dann ist, dann wählt man das Erstbeste. Ich habe dann Lehramt studiert, ne? Weil das ist das Einzige, was ich kannte. Ne? Das habe ich aber nur 4 Semester gemacht, weil ich dann gemerkt habe, hey, das ist nicht das, was ich will. Also musste ich mich dann erstmal damit beschäftigen, was will ich denn überhaupt? Und dann fängst du als Schüler, und das ist auch, glaube ich, ein Thema, man ist so durchs Elternhaus geprägt, weil da habe ich eigentlich erst angefangen, mich damit zu beschäftigen, was machen eigentlich Unternehmen, was gibt es eigentlich auf diesem Markt. Ne? Ja. Und dann habe ich eine Ausbildung angefangen. Und was mir die Ausbildung gebracht hat für mein weiteres Studium danach, was ich dann an der Fernuniversität, das ist unglaublich, weil du da
das einfacher erklärt bekommst und dann auch im Studium das verstehst. Ich habe so viele Kommilitonen gehabt, die quasi aus der Schule in das BWL-Studium gestartet sind, die überhaupt nicht verstanden haben. Hä, soll er ein Haben buchen? Jetzt mal so ganz blöd, ne? Was ist denn das? Ich verstehe, was ist denn ein Hauptbuch, Grundbuch? Wofür brauche ich? Denen fehlte der Gesamtüberblick über so Unternehmen, was ich ja durch die Ausbildung schon ein Stück weit hatte, um das vollumfänglich zu verstehen. Das ist so mein Ding. Ich glaube, dass es schon schwierig genug ist, für einen BWL-Studenten die gesamten Unternehmensprozesse zu verstehen und für jemanden aus dem technischen Ingenieursbereich noch viel weniger. Ne? Da musst du schon wirklich Gehirnschmalz reinstecken und auch Ausbildungskapazitäten reinstecken, aus meiner Sicht. Ja, also das bleibt auf jeden Fall ein Thema, Value Selling und betriebswirtschaftliches Grundverständnis. Ich würde nochmal ganz gern zuletzt kurz nochmal auf das Spannungsfeld Vertrieb und Pre-Sales eingehen wollen. Du hast ja vorhin schon gesagt, klar, da gibt es, du wünschst dir eigentlich auch jemanden, mit dem man sich reiben kann, der eine unterschiedliche Perspektive hat, der sich mit einbringt, der Verantwortung übernimmt. In deiner Individual Contributor-Zeit im Vertrieb gab es bestimmt auch mal vielleicht mal Momente so retrospektiv, wo du vielleicht, ich will dir gar nichts unterstellen, ne? Ich sage nur aus meiner eigenen Erfahrung, gibt es manchmal Momente, da fühlt man sich aus einer Pre-Sales-Perspektive vielleicht auch manchmal ungerecht behandelt. So, und so natürlich, unsere Account-Executive-Kollegen, die haben manchmal starke Forderungen und so weiter. Gab es bei dir so Momente, wo du vielleicht im Nachgang das Gefühl hattest, hey, hier war ich jetzt vielleicht ein bisschen unfair und wie hätte man es vielleicht besser machen können? Ja, es gibt ein wahnsinnig geiles Beispiel, weil der Kollege, zu dem ich unfair war, jetzt in meinem Team ist. Und der hat es mir mal irgendwann gesagt, dass er sich ungerecht behandelt gefühlt hat, als er zu mir ins Team gekommen ist. Und das ist ja auch was man häufig, man kriegt ja gar nicht das Feedback. Also im Vertrieb, zumindest ist es bei uns leider so, und das meine ich auch, da komme ich wieder dazu, das Selbstbewusstsein des Presales ist zu gering manchmal. Ne? Der Presales hat ja auch eine wahnsinnig große Aufgabe und Funktion und das Selbstbewusstsein ist dann häufig nicht da, man fühlt sich irgendwie untergeordnet unterm Vertrieb. Und ich habe damals in einem Kundentermin, ne, da ging es um eine Demo und der Kollege hat eine Demo vorbereitet und dann hat er die gezeigt und ich habe dabei gesessen und habe dann noch ein bisschen ergänzt und in der Nachbereitung des Termins habe ich dann zu ihm gesagt, ja, also im Termin habe ich ihn natürlich nicht unter den Bus geschmissen, ne, aber in der Nachbereitung des Termins habe ich dann zu ihm gesagt, ja, war ja eine Standarddemo, ne, da hast ja irgendwie, also ist ja nichts, war ja nichts irgendwie Begeisterndes oder so, ne. Und der Kollege hat mir hinterher gesagt, ey, pass auf, da habe ich so viel Zeit reingesteckt. Das war so gut. Und ich habe wirklich, das hat alles funktioniert und ich war so begeistert von dem Ding und es war einfach schwierig, weil die Produkte halt auch, ne, die müssen ja auch miteinander funktionieren und das hat, und ich habe da wahnsinnig viel Zeit und dann kommst du und sagst, ja, war ja so ein bisschen Standard, ne, da war ja nichts Besonderes dabei. Und in dem Moment ist mir dann auch bewusst geworden, dass man natürlich, also dass auch der SE Challenges hat, ne, nicht nur der Vertrieb, ich muss meine Zahlen erfüllen und der Presales muss jetzt da mitarbeiten, ne, und muss mir da helfen und muss da jetzt auch seine Zeit zu 900% rein investieren, so wie ich das tue. Und dann vergisst man häufig auch die Challenges, ne? Das einfach ein Produkt zu zeigen, ein Standardprodukt zu zeigen, nicht integriert, ist vielleicht easy, aber wenn man sagt, jetzt das Ganze noch personalisiert und dann noch integriert zwischen drei Produkten, da ist halt eine Komplexität da, die man manchmal im Vertrieb dann auch unterschätzt und dann erwartet man zu viel für die Zeit. Also das heißt, ich würde sagen, das ist das Grundproblem, was viele haben, dass sie einfach deutlich mehr erwarten, als möglich ist. Ne? Also das, weil es einfach auch Produktgrenzen gibt. Ne? Und dann denken wir, naja, wieso, dann entwickelt es halt eben dazu. Ne? Ist doch kein Problem. Ja, nee, so easy ist es halt nicht. Ne? Und das merkt man dann auch, wenn so Projektschätzungen abgegeben werden, also für komplexe Projekte, wo dann die Kollegen sagen, boah, so viel. Ja, aber guck mal, was glaubst du denn? Ne? Also es ist einfach Aufwand. Ne? Und dann ist es einfach teuer. Ne? Und das unterschätzt man im Vertrieb gerne, ne? Weil man will es natürlich auch günstiger haben. Ne? Auf der anderen Seite sehe ich natürlich eine gewisse, ich sag mal, einen gewissen Optimismus, vielleicht schon so einen leichten Hauch von Naivität, wie einfach es dann am Ende sein kann, ist ja vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt, weil du es natürlich auch verkaufen willst und jetzt nicht mit den Problemen anfangen möchtest, sondern mit der Überzeugung, dass hier eine geile Lösung da ist. Von daher verstehe ich. Naja, genau, das ist immer das dazwischen. Ne? Auf der einen Seite redest du mit dem Kunden und sagst, ja, nee, alles easy, kein Problem. Ne? Und dann du legst auf und du weißt, ach du Scheiße, wie kommt das rein? Ne? Kriege ich die Ressourcen? Habe ich jemanden, der verfügbar ist? Funktioniert das mit dem Produkt so? Wie, also ich habe es so verstanden und ich glaube, das ist so. Aber genau so ist es. Ne? Das ist so ein bisschen, versuchst du ja die Leichtigkeit, gerade bei der SAP, ne, die ja in sich als großes Unternehmen einfach wahnsinnig komplex ist. Ne? Das ist, muss man einfach sagen, also das ist der Größe des Unternehmens geschuldet und nicht der Software. Ne? Aber das
wir wirken komplex auf den Kunden, also sicherlich deutlich komplexer als eine, ich sag mal, 50-Mann-Bude, die einfach sagt, ja klar, machen wir, und dann machen wir das halt, ne? Weil da kann es dann einer entscheiden, und dann ist es so, bei uns kann es halt nicht einer entscheiden, ne? Das sind dann immer Entscheidungsgremien am Ende, ob etwas getan wird oder nicht, wer das Budget bereitstellt und. Sind halt vielschichtige Entscheidungen, die getrieben werden. Und das ist halt, wie gesagt, im großen Unternehmen einfach komplexer. Und gerade da willst du ja eine gewisse Lockerheit in Richtung Kunde versprühen, weil du willst ja eigentlich nicht, dass der das merkt, dass du komplex bist. Auch wenn das versteht, wenn du es ihm erklärst, ne? Aber eigentlich willst du es nicht. Und da gebe ich dir recht, ne? Das ist dann häufig so dieses Spannungsfeld, in dem man sich bewegt, ne? Zu guter Letzt würde ich nochmal ganz gerne auf jetzt deine aktuelle Position eingehen. Also was meine Erfahrung ist, du hast SE-Führungskräfte, die vielleicht selber vorher SE waren und dann in die Firstliner, vielleicht auch Secondliner-Positionen befördert werden. Das ist schon, ich würde fast sagen, der typische Weg, den ich so meistens sehe. Und gleichzeitig habe ich natürlich, wenn ich jetzt aus der Individual-Contributor-Rolle SE schaue, auf meinen Chef schaue und auf die Konfliktsituationen, die manchmal mit den Vertriebskollegen aufkommen, erwarte ich, also ich würde als Individual-Contributor, habe ich immer erwartet, dass mein Vorgesetzter sich natürlich irgendwo auch mich schützt, dass der sagt, hey, also wenn wir uns beispielsweise darauf geeinigt haben, dass wir keine komplexe ERP-Demo machen, ohne vorher mal ein paar Discovery-Termine mit den verschiedenen Fachabteilungen zu halten, dann ist es doch bitte eine Regel, an die wir uns immer zu halten haben. Und wenn ich dann selber das gegenüber einem Vertriebskollegen vertrete und dann mein Chef trotzdem einbricht, dann wird es schwierig, ne? Das heißt, ich brauche eigentlich ein Alignment auf der Führungsebene Vertrieb mit der Führungsebene im Pre-Sales, damit die gemeinsamen Spielregeln, die wir hoffentlich etabliert haben, auch eingehalten werden. Jetzt habe ich gesehen, es gibt auch manchmal Führungskräfte im Vertrieb, die tun sich da schwer, diesen Kampf zu kämpfen. Und du kommst jetzt aber aus der Rolle, weil du warst vorher in der Firstliner-Sales-Rolle. Wie handhabst du heute vielleicht auch die Konfliktsituation auf dieser Führungsebene mit dem Vertrieb? Ganz offen gesagt, ich glaube, das ist mein größtes Asset, was ich habe im Pre-Sales, nämlich zu wissen, wie Vertrieb funktioniert und dass ich auch mal unangenehme Fragen in Richtung Vertrieb stellen kann. Es ist das, was der klassische Karrierepfad, den du eben beschrieben hast, nämlich ich werde Individual Contributor, Firstliner und dann vielleicht Secondliner. Ich habe nie wirklich Vertrieb gemacht und dann kommt ein Vertriebler und verkauft mir wieder eine Opportunity als die wichtigste Opportunity des Lebens. Und dann kommt als nächstes, und der Vorstand ist auch übrigens involviert, das ist immer die zweite Aussage bei uns zumindest, ne? Und dann sitze ich da und sage, ja, ist okay, passt. Aber hast du denn jetzt mal mit dem Entscheider getroffen? Weil der Vorstand spricht mit dem Vorstand, aber der Vertriebsleiter entscheidet. Nee, habe ich nicht. Ich sage, ja, okay, wer sagt dir denn jetzt, dass der das wirklich braucht? Also woher hast du diese Information? Ne? Also ich kann dann einfach auch mal ein paar kritische Gegenfragen stellen und das tue ich auch. Und jetzt heißt das aber nicht unbedingt, und das, da muss ich dir ein Stück weit widersprechen. Ne? Also man definiert erstmal Grundsatzregeln, die man auch bitte einhält. Ich sehe es aber auch so, und wenn ich nicht manche Regeln gebrochen hätte im Vertrieb, hätte ich so manchen Auftrag nicht gemacht. Das muss man auch ganz klar sagen. Und ein Stück weit gehört auch im Vertrieb immer Bauchgefühl dazu. Also das ist, natürlich gibt es immer Kriterien, ne? Und wir machen auch so eine Win-Loss-Analyse, ne? Ich kann dir heute, wenn wir in einen Deal reingehen, kann ich dir anhand von Kriterien sagen, aus meiner Sicht gewinnen wir das oder wir verlieren das, ne? Das, also schon beim Reingehen in den Deal. Wenn mir dann einer was anderes erzählt, am Ende gibt es einen, der entscheiden muss, machen wir es oder machen wir es nicht. Ne? Du hast am Ende ja zwei Meinungen, weil der eine erzählt dir was, deine Datenanalysen würden dir was anderes sagen, aber am Ende muss ja einer sagen, wir machen es. Und für mich nicht quasi reservieren, dass ich die Entscheidung treffe, ob wir es machen oder nicht. Ich sage nur, aus meiner Sicht macht es keinen Sinn, zumindest in der Form nicht. Lass uns einen anderen Weg definieren, um das Ding zu gewinnen, weil auf dem Standardweg werden wir es nicht gewinnen. Ich habe folgende Ressourcensituation, wenn du das machen möchtest, lieber Vertriebsleiter, ist okay für mich, aber dann nenne mir einen der anderen Engagements, in dem wir unterwegs sind, wo wir uns rausziehen. Und das ist für mich die Diskussion. Also ich fühle mich da, am Ende bin ich ja nicht umsatzverantwortlich, also natürlich habe ich eine Umsatzverantwortung, aber nicht direkt, sondern indirekt. So, das heißt, ich kann am Ende nur der Berater sein an der Stelle, ich kann der Challenger sein. Und das ist das, was ich auch immer meine. Ne? Ich muss mal challengen, so sieht es aus. Ne? Ich erwarte aber auch, dass der Vertrieb sich mal challenged. Also ich kann dir sagen, als ich Key Account Manager geworden bin, da habe ich einen Deal gehabt auf dem Tisch, war eine riesengroße Opportunity. Und
ich habe das für falsch gehalten, was ich über den Kunden wusste zu dem Zeitpunkt, das Produkt zu verkaufen, was er bei uns angefragt hat. Und ich habe einen anderen Weg für besser gehalten. Und ich habe auch den Mut gehabt, die Opportunity abzusagen. Also ich habe es nicht angeboten, das, was der Kunde... Also ich habe es angeboten, aber zu einem sehr, sehr teuren Preis, weil ich gesagt habe, wenn ihr das erreichen wollt, dann müsst ihr so viel Geld investieren. Es macht keinen Sinn. Ich würde euch folgenden Weg empfehlen, weil es der bessere ist. Und diesen Mut habe ich gehabt. Also ich wusste eigentlich, dass ich das Ding nicht gewinnen werde, was der Kunde angefragt hat. Wenn ich es nicht schaffe, seine Meinung zu ändern, bin ich raus. Und diesen Mut erwarte ich auch vom Sales, ne? Das zu haben, das Richtige zu tun und nicht einfach nur einem RFP blind hinterher zu rennen, wo ich keine Chance habe, das zu gewinnen. Und es ist im Vertrieb brutal schwer, etwas abzusagen, ne? Aber nochmal, man muss diese Diskussion führen und ich sage nicht, dass man alles absagt, sondern ich sage, dass man eine informierte Entscheidung trifft und die gemeinsam trifft. Das ist keine Presales-Entscheidung, keine Sales, sondern eine gemeinsame. Und ich glaube, das habe ich durch meine Vergangenheit im Sales, habe ich da eine gute Möglichkeit, weil ich auf Eye-Level diskutieren kann, weil ich auch die Challenges des Vertriebs kenne. Und weißt du, ein Preseller, ja, der hat da ja nicht mehr mit dem Fachbereich gesprochen. Wenn ich das immer höre, ne, das ist so, ja, jetzt komm mal wieder runter, versuch du es doch mal, ne? So, das ist dann, und ich stelle mich voll und ganz hinter meine, oder vor, ne, je nachdem, von wo der Wind kommt, da muss man immer aufpassen. Daher, wo der Wind kommt, stelle ich mich, weil ich sage, die Leute haben halt nur eine bestimmte Zeit in der Woche. Wie gesagt, das heißt nicht, dass meine Leute nicht auch mal 50 Stunden die Woche arbeiten statt 40, ne? Sondern es kann auch mal sein, dass ich die Leute motiviere dazu, am Wochenende zu arbeiten. Aber dann müssen sie danach auch irgendwie die Möglichkeit haben, mal 2, 3, 4 Tage Piano zu machen und mal wieder ein bisschen runterzufahren. Und in Summe muss es halt passen. Und das, da stelle ich mich halt hin. Und für mich ist es ein kulturelles Ding, nicht ein Prozessding. Ne? Ich kann nicht an Prozessen festlegen, mache ich es oder mache ich es nicht, sondern es ist eher eine Kultur zwischen Vertrieb und Presales. Investieren wir oder investieren wir nicht bei beschränkten Ressourcen, Engpassfaktoren, ne? Da sind wir wieder in der Betriebswirtschaft. Das gilt letztendlich auch über mein Team. Ne? Da gibt es einen Engpass-Faktor, das ist der Mensch. Da kann ich über eine Zeit, eine gewisse Zeit lang ein bisschen mehr rausholen, aber nicht über die Dauer. Und das muss ich halt zusammenbringen mit der Vertriebswahrnehmung, mit dem Vertriebswunsch, der eigentlich immer Vollzeit 4 Wochen auf seinen Kunden verbringen möchte, ne? So, um es mal auf Deutsch zu sagen, ne? Der das gar nicht. Also, genau, wie gesagt, das ist die Diskussion. Und das ist mein Asset, glaube ich. Also, das ist das, was ich mitbringen kann, genau diese Diskussion zu führen, was vielen anderen schwerfällt, ne? Weil dann wird es gleich so eine Kritikrichtung. Ja. Aber das macht die Kultur dann am Ende kaputt. Also mega, mega gut. Ich hätte jetzt tatsächlich noch 5 bis 10 weitere Punkte, auf die ich sozusagen sogar noch tiefer gehen könnte, aber uns läuft ein bisschen die Zeit davon. Ich bin super dankbar, dass wir heute nochmal sozusagen auch als Ergänzung zu deinem Auftritt beim Artist Circus, wo du ja auch schon ein bisschen über deine Lehren aus deiner Vertriebszeit und jetzt im Presales gesprochen hast, dass wir es heute mal nochmal eins tiefer legen konnten. Super coole Einsichten, super coole Beispiele. Christian, lieben Dank, dass du mal hier mit uns mitgemacht hast. Hat auch Spaß gemacht, ne? Das ist ein schönes Fachgespräch, wie man so führt. Genau. So machen wir das hier im Podcast. Also lieben Dank, Christian, und denke, wir werden uns ganz bald mal wieder hören. Freue mich drauf. Danke dir, Tim. Das war für dich Presales Unleashed, dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung bei deinem Podcast-Player. Schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.